eine Uni bauen. Die große Bib bauen. Nee. Okay. Muss auf Flachland. Ah ja, okay, da haben wir den. Ja, da ist. Ja, hätte ich das gar nicht kaufen brauchen. Okay. Also, das heißt, also Campus ist sinnvoll hier zu bauen. Aber ein Flachlandfeld für die große Bibliothek sollte auch vorhanden sein. Gut zu wissen, also. Alles klar. Dann ist die Frage jetzt, was bauen wir sonst noch? Wir haben ja eigentlich relativ wenig Platz noch. Können wir hier beim Aquädukt? Eigentlich will ich ja hier Katapulte. Handelsinvestition, Forschungsprojekt können wir bauen, aber ich glaube, wir gehen hier mal gleich auf die Uni. Gehen hier mal auf die Uni. Du gehst mal dahin. Die Frage ist, Hildegard von Bingen, war das ein großer Wissenschaftler? Wer war denn Hildegard von Bingen oder war das ein Händler? Keine Ahnung. Bin ich nicht gebildet genug? Okay, dann weiter geht's. Einheit benötigt Befehle. Ja, das ist gut. Ja, dann, du kannst dich doch nicht fortbewegen. Ja, du ruhst dich mal da, verschanzt dich mal da. Nächste Runde. Schon wieder. Große Persönlichkeit. Ach, ein großer Händler. Okay. Was ist das? Plus ein Gratisexemplar von den Luxusgutes. Ah ja, dann können wir damit also quasi handeln, oder was? So. Das heißt, wir nehmen den mal. So, euer neuer großer Händler spricht über seine Ideen, wie wir unsere Wirtschaftskonkurrenz ausstechen können. Der Merkantilismus hat also Fortschritte gemacht. Gut. Was können wir hier? Ja, okay. Das heißt also, wir müssten hier wirklich in eine heilige Stätte mit dem gehen. Damit der. Ja, ansonsten ist der halt sinnlos. Gehst du mal dahin. So, du kannst ja. Gewährt entweder 100 Glauben oder gewährt euer Hauptstadt ein gratis Exemplar des auf diesem Geländefeld vorhandenen Luxusguts. Das heißt also, ich brauche also ein Luxusgut. Das wird mir ja hier schon angezeigt. Wo habe ich denn Luxusgüter? Habe ich hier überhaupt schon irgendwo ein Luxusgut? Hier habe ich Trüffel. Das heißt, wir kriegen zwei Trüffel und können den dann wahrscheinlich tauschen. So, was haben wir da oben? Haben wir Quecksilber und hier haben wir noch Räucherwerk. Da wären noch Diamanten. Okay, das wird mir sogar angezeigt. Das finde ich eine gute Idee. Da muss ich nämlich nie die 10.000 Jahre suchen. Okay, das heißt also, du gehst dann mal. Hierhin und wartest einfach. Ach, was wollt ihr? Also, was wollt ihr? Du warst doch hier auch. Tatsächlich. Okay, also ich hätte jetzt gar keinen Hafen bauen müssen. Okay. Das heißt, meine normalen Handwerker, die können also auch Modernisierungen zur See machen. Fertigstellen. Okay, gut zu wissen. Wer braucht Befehle? Ja, du brauchst keine Befehle. Ja, du auch nicht. Nächste Runde. So, 150 vor Christus sind wir. Die vier Grundpfeiler des Universums sind Feuer, Wasser, Schotter und Vinyl. Also. Bauwesen. Das heißt, du. Was kannst du denn machen? Ah ja, okay, du kannst jetzt nicht wirklich viel machen. Das heißt, du gehst mal dahin. Und du bist dann einfach mal da rein. Obwohl, nee, du gehst ja einfach hier rein. So. Genau, dann kannst du jetzt. Nee, ich will die Ressourcen nicht ernten. Ah ja. Man kann also auch Ressourcen ernten. Aber ich will eigentlich nur hier die Krabben haben.
Hier haben wir so einen ganz kleinen Kontinent. So, nächste Runde. Ey, guck mal, er hat jetzt schon. Okay, das wurde ja kritisiert, dass die also, dass auch Stadtstaaten ihre, ihre Einheiten nicht upgraden, aber Schwertkämpfer, das wurde hier definitiv getan. Jetzt haben wir, oh, jetzt haben wir da oben. Haben wir den schon? Ja, das haben wir schon. Räucherdings haben wir schon. Klapp. Ich wäre es denn auch sinnvoller, wenn wir einfach hier oben das Räucherding nehmen? Okay, wir probieren es mal. Salvatore Bahia braucht mehr Wohnraum. Gewährt 100 Glauben. Und gewährt eurer Hauptstadt ein Gratis-Exemplar. Okay. Machen wir jetzt einfach mal. 100 Glauben haben wir bekommen. Und jetzt haben wir hier also mehr Riesennahrungsüberschuss haben wir. Campus, Handelszentrum, Stadtzentrum, Kornspeicher, Wassermühle und die hängenden Gärten. Ah ja. Also das braucht hier schon relativ viel Vorausplanung, wie wir sehen. Genau, du bist jetzt da oben. Salvatore de Bahia. Die sind ja auch schon richtig fett gestiegen. Was machen die denn eigentlich? Ach ja, ein Aquädukt. Okay, dann passt das ja. Und wir haben jetzt hier schon eine neuner Stadt. Das war unsere zweite. Wir sind jetzt schon größer als Rom. Eine Runde bis zur Ausdehnung. Dann brauchen wir das nicht, dann brauchen wir das dann nicht kaufen. Okay. Hier, genau. Ah, jetzt haben wir also ein doppeltes Luxusgut und das können wir jetzt also traden. Das ist doch was. Du hast eine strategische Ressource. Die brauchen wir nicht. 4 für 30. Offene Grenzen will er. Er will einen Trüffel haben. Mein Angebot. 2 Sofortgold, 4 Gold pro Runde. Kann ich nicht annehmen. Macht einen gerechteren Vorschlag. Ja, machen wir einfach mal. Habt vielen Dank. Dann kannst du jetzt auch mal ein Lächeln aufsetzen und mir nicht wieder drohen. Ja, Deutschland ist also auch im Mittelalter angekommen. Dann machen wir hier. Boing. Da können wir jetzt auch mal nach Fortaleza. Da müssen wir mal gucken. Die soll jetzt auch ein bisschen schneller wachsen. Da oben haben wir drei. Produktion ist natürlich auch wichtig. Okay, dann ist das nächste, was dort geerntet wird. Das. Okay. Ja, wir brauchen auf jeden Fall noch Handwerker. Da werden wir hier mal zwei bauen, denn. Weil Modernisierung sind definitiv hier ein Must-Have. Durch den Abschluss eines Handelsweges habt ihr einen Handelsposten in der Stadt Fortaleza erhalten. Ja, toll. Das freut mich. So, eine Runde noch, dann haben wir die Militärtaktiken. Eskorte mit Krieger bilden wollen wir nicht, sondern genau, du ruhst dich da jetzt einfach mal aus. Können wir dich eigentlich upgraden? Ja. Das könnten wir, wenn wir den Eisen hätten, was wir nicht haben. Okay, kein Eisen für mich. So, nächste Runde. Strategie erfordert Nachdenken, Taktik erfordert Beobachten. Alles klar. Brauchen ein Eisen. Und wir haben hier natürlich auch keine Verteidigung drinne. Der Händler geht, ja, dahin. Ich wollte doch mal gucken, kann ich mit den Einheiten hier wassern? Dann gehst du mal da raus. Probieren wir mal. Ich habe nämlich ein Stammesdorf entdeckt. Aha. So.
Oh, hier sind ja schon wieder zwei. Was bauen wir denn jetzt da eigentlich? Weiß keiner, aber egal. So, weiter geht's. Wir haben 17 Kultur pro Runde. So, für euer großes Stadtgebiet werden bald jede Menge Bürokraten benötigt. Eure Entwicklung des öffentliche Verwaltung ist nun fertiggestellt. Der Steuerzahler ist jemand, der für die Regierung arbeitet, aber keine Prüfung für den öffentlichen Dienst ablegen muss. ich weiß noch nicht, ob ich die Politik ändere. Wir werden gleich mal gucken. So, wir haben also eine neue Regierungsform. Wir haben hier also 4% Bonusse auf. So. Was habe ich denn jetzt eigentlich erforscht? Ich habe eigentlich gar nichts erforscht, oder? Ich könnte jetzt nur meine Politik ändern. Zwei große Wissenschaftler. Okay, das. Jede Stadt erhält plus ein Kultur für jeden Spezialbezirk, den sie baut. Campusbezirk, Nachbarschaftsbonus so 100%. Was heißt das? Campus, ne? Annehmlichkeiten, Rekrutierung, Disziplin. Wir können ja keine Militärtaktiken hier. Landvermessung. Plus 1 Produktion in allen Städten. Campus, Bezirk, Nachbarschaftsbonusse. Plus 100%. Okay. Ah ja, jetzt kriege ich also wieder einen Gesandten, oder? Stadtstaat? Nee, kann ich nicht machen. Ach doch, wir haben hier automatisch einen bekommen, nicht? Okay, alles klar. Das heißt also, die Quest kriege ich also automatisch. Habt ihr denn? Rekrutiert einen großen Schriftsteller. Das haben wir doch schon fast, oder? Naja. Ah ja. Rio hat jetzt also 10. Da wollten wir ja hier hin. Das heißt, du gehst mal dahin. Weil hier wollte ich eigentlich keinen weiteren haben. Das heißt, jetzt haben wir hier nochmal plus. Gib mir mal Informationen hier bei dem blöden Feld. Warte mal. So haben wir 48. Ja. Bringt mir also nochmal 2 Punkte. Okay. Sehr schön. Ja, was machen wir jetzt? Militärtradition bringt uns nichts, weil wir aktuell ja das nicht machen können. Da haben wir keinen Mehrwert von. Ja, plus. Das bringt mir auch nichts. Feudalismus. Ja, Feudalismus hört sich gut an. Plus 1 Nahrung für die angrenzende Bauernhofmodisierung, wenn 3 Bauernhof aneinander grenzen. Ah, das ist gut. Stimmt, das war auch ein Tipp, den ich gelesen hatte, dass es sehr, sehr mächtig ist. Plus 50% Produktion. Also Feudalismus wollen wir auf jeden Fall mal haben. Das heißt also, es ist hier also empfehlenswert, immer 3 Bauernhöfe quasi nebeneinander zu machen. Also hier so ein Dreierfeld, dann kriegt man nämlich nochmal einen extra Bonus für. Also, man muss hier schon sehr aufpassen und darauf Acht geben, dass man... Ah ja, okay, der kann hier also wassern, das wollte ich wissen. Sehr schön. Ja, dann kann er doch hier dann mal den Kontinent hier erforschen. Erevan-Krieger. Ja. Das erfordert hier also super viel Städteplanung. Muss gestehen, das erschlägt mich jetzt ein bisschen. Okay. Nichtsdestotrotz, wir könnten jetzt hier eine Bibliothek bauen, die braucht aber ein bisschen lange. Das heißt, wir nehmen jetzt hier erstmal einen Handwerker. Machst du das mal? Ja, wir können jetzt... Wir haben viel zu wenig Modernisierung hier. Also wir expandieren viel zu langsam. Unsere Stadt wächst zu schnell und wir expandieren zu langsam. Okay. Naja, egal. Ist ja nur Prinz hier. Gut, weiter geht's. Nächste Runde.
Wir mussten jetzt da hoch, um hier rüber zu kommen und dann mal uns diesen Kontinent anzugucken. Ja, Fortaleza ist wieder gestiegen. Da habt ihr jetzt den hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehr schön. Gut. Der Hafen braucht noch 11 Runden. Du schiffst mal hier rum. Nächste Runde. 25 nach Christi, okay. Ah, da sind wir auf jeden Fall schon im Mittelalter, das ist gut. Ah, guck mal, ein Hirsch. So, nächste Runde. Heureka, eure Wissenschaftler wandern in die Berge, um eine klare Sicht auf den Himmel zu haben. Vielleicht könnte eine feste Einrichtung helfen. Ja, euer Wissen über die Technologie Astronomie hat große Fortschritte gemacht. Okay. Toll. So, du, wir wollten jetzt mal da hochheizen. Ah, was habt ihr denn? Was ist das denn? Ach, das ist eine heilige Stätte, alles klar. So. Gut, jetzt haben wir. Ah ja, jetzt haben wir hier die Ding gebaut. Und wir wollten hier jetzt noch. Wir bauen noch ein paar Handwerker hier. Wir wollen ja hier groß und mächtig werden. Maschinen. Große Maschine vor. Maschinen werden nie mit Ersatzteilen geliefert. Sie kommen immer mit genau den Teilen, die sie brauchen. Okay, so, nächste Technologie. Was wollen wir jetzt? Burgen. Alhambra. Als Wunder. Sind wir in der... Baut zwei Häfen. Kriegen wir dafür einen Bonus. Hm. Plus 1 Gold durch Fischerbootmodernisierung. Massenproduktion, Schiffswerft. Großer Admiral, kriegen wir da Punkte. Bank, das wäre doch auch nicht schlecht, oder? Aber Astronomie ist besser. Nehmen wir mal die Astronomie hier. Das passt ja auch zu unserem Pfad, den wir eingeschlagen haben. Dass wir also sagen, okay, jetzt hat er hier schon auch, vier Städte gegründet. Okay. So. Ich meine, hier sind wir schon auf 3. Nächste Runde. Jo, danke. Kannst du mir auch schön... Achso, den können wir mal löschen hier. Diese blöde Nadel. Okay, gut. Und dann soll es das für diese Session gewesen sein. Ja, wie gesagt, also es wird weitergehen hier. Aber wie beim letzten Mal auch schon angekündigt, wird es ein bisschen unregelmäßiger. Werden die neuen Folgen ein bisschen unregelmäßiger erscheinen. Es ist einfach ein Zeitfaktum oder Zeitfaktor oder dem Faktor Zeit geschuldet. So heißt der Satz ordentlich. Ihr wisst ja, Weihnachten steht vor der Tür und dann will ich mal gucken, was denn hier noch so möglich ist. Bis dann, ciao.